Die Angst in ihren Augen und das Messer in der Brust. Das ist die letzte Erinnerung an meine Mutter. Deswegen bin ich für 4 Jahre ins Zuchthaus, obwohl sie es überlebt hat. Danach ist es eine Zeit lang gut gegangen, bis ich die 70-Jährige erwischt habe. Oh Gott, war ihr letztes Wort. Dann war sie tot. Ich habe sie nicht gekannt und nichts gestohlen. Diese verdammte Idee war plötzlich da. Ich musste einfach. Erklären konnte ich es nicht. Also bin ich für 10 Jahre hinter Gittern. Mir war klar, es wird wieder passieren. Es muss. Aber diesmal werden sie mich nicht erwischen. Endlich in Freiheit. Im Namen des Volkes lebenslange Zuchthausstrafe.